Hallo alle zusammen, hier sind die Sennheiser Momentum 4 in der Special Edition. Das heißt, wir haben hier vom Design her andere Kopfhörer, ansonsten klanglich und von den Features her sind sie identisch zu den alten Momentum 4. Wir haben hier dieses Jeans-Denim-Design in diesem schwarzen Ton mit diesen kupfer- bis goldfarbenen Elementen, die sich hier überall durchziehen. Auch hier hinten in den Ohrmuscheln ist dieses Design vorhanden. Ansonsten vom Komfort her sind das hervorragende Kopfhörer. Wir haben eben hier oben ein glattes Leder mit diesem Memory-Schaum, sodass dieser Kopfhörer niemals drückt. Und wir haben auch hier diesen Memory-Schaum schön dick und der gibt schön nach. Also das ist eine schöne Sache. Ansonsten ist er sehr flexibel, die Ohrmuscheln, die kann man drehen und wenden, wie man möchte. Sieht man hier. Und auch hier oben den Bügel kann man ein bisschen drehen, sodass der Tragekomfort hier wirklich sehr gut ist. Das Schöne an diesem Kopfhörer ist, wenn ich den zurück in die Ladebox tue, geht er automatisch aus. Und wenn ich ihn rausnehme, geht er automatisch an und paart sich mit dem letzten Gerät. Möchte ich das mit einem neuen Gerät pairen, muss ich diesen Knopf hier, ich glaube, 5 Sekunden drücken. Dann leuchtet das hier alles auf und es pairt sich dann auch mit dem neuen Gerät sehr schnell. Klanglich vielleicht, wir haben hier das Markenzeichen so ein bisschen, diese klaren, tiefen Bässe, die ordentlich Power haben, dadurch auch eine gewisse Wärme erzeugt wird. Und das Schöne an diesen Bässen ist aber, dass sie immer präzise und klar spielen und auch die Mitten und Höhen nicht unbedingt überlagern. Das zweite Markenzeichen von diesem Kopfhörer, was andere definitiv nicht haben, ist der Gesang, die Stimme, die klar und deutlich direkt vor einen projiziert wird. Das ist schon bemerkenswert. Also so stark habe ich das noch nie gehabt, dass es wirklich direkt vor einem ist. Und dann macht das natürlich richtig Spaß, sage ich mal, Balladen oder andere Pop-Songs nochmal zu hören, wo eben wirklich der Gesang im Vordergrund dann steht. Und diese Stimmen werden deutlich unterstützt, natürlich auch durch diesen starken Bassbereich, sodass wir das Ganze authentisch, emotional mit Power dann auch rüberkriegen. Ähnlich verhält sich dann auch so ein bisschen natürlich so ein Gitarrensolo, was dann auch ja, Power und Dynamik auch hat. Ansonsten der Hochtonbereich, der ist sehr klar und auch fein strukturiert. Allerdings muss ich sagen, was diese Details angeht, dadurch, dass man eben diesen Fokus auf die Bässe und den Gesang hat, finde ich es teilweise ein bisschen schwierig, die Details hier komplett herauszuhören. Die sind vorhanden, aber man konzentriert sich eben doch ein bisschen mehr auf den Gesang oder den Bass. Aus dem Grund habe ich den Equalizer schon so ein bisschen angepasst, dass ich die Bässe ein kleines bisschen reduziert habe und die Höhen minimal angehoben habe, einfach um das auszugleichen, aber da kann jeder natürlich selber noch ein bisschen rumspielen. Möchte ich vielleicht noch mal ganz kurz die App zeigen. Von den Momentum 4 darf ich jetzt nicht zurücklegen, sonst gehen die aus. Also so sieht die App aus und wir haben hier bei MySound eben die Möglichkeit, ein eigenes Soundprofil zu erstellen. Dann kann man aber nicht HD-Sound aktivieren, deswegen habe ich hier einen normalen Equalizer drin. Und ich habe das Gefühl, dass diese App nicht immer perfekt funktioniert, also nicht immer auf Anhieb gedrückt werden kann. Hier haben wir den Equalizer. Wir haben hier eine Bassanhebung, wir haben hier den Equalizer, den wir selber einstellen können, nach unten oder nach oben die Bässe und die Höhen haben wir eben hier auch noch drin. Man kann das natürlich dann speichern. Wir haben Soundzonen, das heißt, ich kann zum Beispiel sagen, wenn ich zu Hause bin, soll ANC nie aktiviert sein, aber wenn ich unterwegs bin, möchte ich das gerne anhaben oder ich möchte den Transparenzmodus beim Joggen anhaben. Das ist möglich. Wir haben adaptive Geräuschunterdrückung, das heißt, sie passt sich dann auch dem Außenlärm ein bisschen an. Wir haben Sidetones, das heißt, wenn ich telefoniere, dann höre ich meine eigene Sprache, was durchaus nicht schlecht ist. Und wir können die Touch-Steuerung noch anpassen. Bei Einstellungen können wir dann theoretisch noch Firmware-Updates durchführen. So, damit sind wir eigentlich auch schon durch. Und wie gesagt, ich bin, was Klang angeht, sehr zufrieden. Und das Schöne und Einfache ist eben, man legt ihn zurück. Und das Ganze geht aus und wenn ich es rausnehme, ist es sofort wieder an.